Ich mag ja Bill Murray eigentlich sehr und er ist normalerweise ein Garant für einen guten Film. Nicht so in Hyde Park am Hudson, denn dort spielt er Franklin D. Roosevelt, den alternden Ex-Präsidenten. Und das Ganze in einem, ja, ich würde es fast sagen, Altersheim ist es eigentlich eher eine Sommerresidenz, aber naja, so ganz frisch ist dieser Film leider nicht. Das ist so ein bisschen das Problem. Er fängt ganz okay an, aber letztendlich passiert einfach viel zu wenig. Er ist relativ langweilig. Die Dialoge sind auch nicht wirklich witzig. Bill Murray ist nicht so gut wie sonst. Von mir kriegt Hyde Park am Hudson lediglich 6 von 10 Punkten. Und ich denke mal, auf Deutsch wird er dann wahrscheinlich noch schlechter sein. Keine Ahnung. Diesen Film müsst ihr dann wahrscheinlich eher nicht sehen.